Menschen dringen an die einsamsten Orte der Welt vor. Und Wissenschaftler erforschen, wie sie dort extreme Isolation überstehen. Wie könnt ihr Kontrolle behalten? Wie könnt ihr Herr über euer Geschick bleiben? Wir Menschen sind soziale Wesen. Was passiert mit uns, wenn wir auf einmal isoliert leben müssen, wie zu Corona-Zeiten? Die Psyche kommt in einen gewissen Hungerzustand, nämlich den Hunger nach psychischen Reizen. Einzelzelle, Isolations- und Dunkelhaft. Menschen, die das erlebt haben, wissen auch, was ihnen geholfen hat. Daher werden in Isolationshaft die Ameisen, wenn es die denn gibt, immer ganz hochgehalten und andere kleine Insekten. Tiere ersetzen menschliche Kontakte. Soziale Tiere reagieren instinktiv ihren Isolationsstress ab und halten sich so gesund. Für das soziale Tier Mensch noch wichtiger, Kommunikation. Sie hält unsere Psyche gesund und funktioniert auch mit körperlichem Abstand. Social Distancing, das war nie so gemeint, das war eben immer körperlich gemeint. Ihr könnt doch die Leute nicht in die soziale Distanz bringen, weil ihr ihnen das Lebenselixier nehmt. Ja? Wenn wir zum Mars fliegen wollen, müssen wir mehr als 500 Tage Isolation aushalten. Forscher verstehen immer besser, wie wir diesen Härtetest bestehen.